Sportbild Podcast. Die wichtigsten Nachrichten aus Deutschlands bester Fußballredaktion. Herzlich willkommen beim Sportbild Podcast. Ich bin Jan-Malte Andresen. Guten Tag. Heute sprechen wir mit unseren Experten Klaus Augenthaler und Jan Schlaudraff über das Fernduell um die Bundesligaspitze. Und wir widmen uns dem Trainingsgast der Bayern, US-Nationalspieler Landon Donovan. Thema des Tages. 13. Bundesligaspieltag. Bayern spielt bei Borussia Mönchengladbach. Zur gleichen Zeit empfängt Tabellenführer Leverkusen im Spitzenspiel Schalke 04. Klaus Augenthaler, der frühere Co-Trainer der Bayern und Cheftrainer in Leverkusen, erwartet einen weiteren Etappensieg der Bayern bei der Aufholjagd. Das wird ein anderes Spiel wie in Schalke, wo Schalke ja mit konkurrenzfähig ist, im Gegensatz zu den Gladbachern. Wenn man jetzt um die Meisterschaft spricht, Gladbach, wie gesagt, er will in der Bundesliga überleben. Wie der Hans Mayer auch gesagt hat, sie haben eigentlich im Grunde genommen nichts verlieren, wenn es nicht 5-0 ausgeht, dass eine Blamage wieder der Klatsche wird. Und ja, 90 Minuten müssen erst gespielt werden. Und sicherlich geht Gladbach nicht in dieses Spiel und sagen, wir schauen, dass die Niederlage so niedrig wie möglich gehalten wird, sondern die werden sich sicherlich Chancen ausrechnen. Was rechnen Sie ihnen denn für Chancen aus? Es ist immer schwer zu sagen. Es kommt immer auf die Tagesform drauf an, so wie der Tabellenstand ist. Also wenn man die Mannschaften vergleicht, müsste Bayern einen schlechten Tag haben und Gladbach einen guten Tag haben, so wie es in Hannover der Fall war. Und viele werden halt dann nach den 5 Siegen hintereinander wieder hoffen, dass die Bayern vielleicht einmal einen Punkt lassen in Gladbach. Würden Sie sich festlegen? Wie geht's aus? Ich würde sagen, dass die Bayern mit 2 Toren gewinnen. Aber ich bin ganz schlecht im Tippen. Klaus Augenthaler, vielen Dank. Unser zweiter Gesprächspartner ist Hannover 96-Stürmer Jan Schlaudraff. Jan, mit Gladbach und Bayern treffen ja auch zwei deiner Ex-Clubs am Samstag aufeinander. Was tippst du? Wie geht's aus? Ich glaube, dass Bayern 2-0 gewinnen. Okay, ähnliche Tendenz also wie bei Klaus Augenthaler. Du hast die Bayern im Sommer Richtung Hannover verlassen. Bleiben die Klinsmänner nach dem schwachen Saisonstart jetzt oben mit dabei? Ich glaube, die Bayern sind immer mit dabei, auch wenn sie eine Negativserie haben. Sind sie immer in der Lage, auch mal 5, 6, 7 Spiele in Folge zu gewinnen, wie sie es ja im Moment jetzt auch am Weg sind dorthin. Und ich habe von Anfang an gesagt, dass es in meinen Augen mit dieser Mannschaft einen deutschen Meister geben wird. Und das wird der FC Bayern München sein, auch wenn sie am Anfang mit Sicherheit eine schwierige Phase hat. Und was mit Gladbach? Bei denen hast du ja deine Profikarriere begonnen. Was erwartest du für eine Saison für die Borussia? Gladbach ist mit Sicherheit eine von den Mannschaften, die als Ziel den Klassenerhalt hat, ganz klar. Aber ich denke, dass sie mit der Qualität und mit dem Kader, den sie haben, auf jeden Fall auch in der Lage sind, sich zu retten. Nochmal zurück zu Klaus Augenthaler. Der Spitzenreiter Leverkusen verlor am vergangenen Spieltag im Meisterrennen mit Bayern 2 wichtige Punkte beim 3:3 in Karlsruhe. Normalerweise darf das nicht passieren. Und einer erfahrenen Mannschaft passiert sowas auch, denke ich, nicht. Obwohl es im Fußball immer wieder vorkommt. Ich hoffe für Leverkusen, dass es ein einmaliger Ausrutscher war. Nicht irgendwo wieder 3-0 führen und dann wieder nur mit einem Punkt nach Hause fahren. Viele Experten befürchten jetzt allerdings, dass die junge Bayer-Elf einbricht. Sie denn auch? Das glaube ich nicht, weil die Mannschaft von der Zusammenstellung her gute Mischung hat, schnelle Dynamik hat und ja doch eine gewisse Erfahrung auch. Man merkt der Mannschaft an, dass sie gern Fußball spielt. Wie sich ein Simon Rolfes entwickelt hat, den habe ich noch mitgeholt, auch wie sich der entwickelt hat, wie sich ein Castro entwickelt hat. Das macht einfach noch Spaß und es sind auch Mannschaften wie Leverkusen, wo ich noch ehemalige Spieler habe, wo ich gern hinschaue. Gut, aber Sparfußball allein wird nicht reichen, um deutscher Meister zu werden. Glauben Sie, dass Bayer bis zu letzten Wörtchen mitsprechen wird bei der Vergabe der Schale? Glaube ich schon, weil die Mannschaft unverbraucht ist und jung ist und dynamisch ist und jetzt aus einem Stegreif raus weiß ich nicht viele Spieler, die schon was erreicht haben, die hungrig sind und was erreichen wollen. Den nächsten Schritt muss Bayer im Spitzenspiel am Samstag gegen Schalke gehen. Natürlich können Sie das mitverfolgen bei uns im Live-Ticker auf sportbild.de. Herr Augenthaler, ein anderes Thema würde ich gerne noch kurz mit Ihnen anschneiden. Bei Bayern trainiert seit einigen Tagen ein ehemaliger Spieler von Ihnen mit, Landon Donovan. Bei Ihnen war das vor 3,5 Jahren. Er konnte sich in Leverkusen nicht durchsetzen, flüchtete nach nur 3 Monaten zurück nach Amerika. Erinnern Sie sich noch, woran das lag? Ich glaube, das lag weniger an der Bundesliga, sondern ich glaube mehr an seinem Privatdasein, dass er sich, glaube ich, vom Kopf her noch nicht so gefühlt hat, dass er jetzt in der Star, der er ja damals war, vor dem zweiten Anlauf in Leverkusen in Amerika. Ja. Jetzt ist er sicherlich wieder gereift. Ich habe ihn immer wieder verfolgt und er ist einer der herausragenden Spielerpersönlichkeiten in der amerikanischen Liga oder Nationalmannschaft. Er ist auf alle Fälle ein feiner Spieler vom Anforderungsprofil, der Bayern sicherlich gut zu Gesicht stehen würde. Nur, das ist immer von außen leicht gesagt. Sein Sosa ist auch von den Scouts gut beurteilt worden, hat sich jetzt auch, glaube ich, mittlerweile nach einem Jahr noch nicht so durchgesetzt in der Bundesliga.
Es ist immer schwierig, eben vom Ausland dann in der Bundesliga zu starten und gleich durchzustarten. Sie haben ihn ja nun täglich im Training gesehen. Was für Qualitäten zeichnen Landon Donovan aus? Er hat die Qualitäten, die eigentlich für einen Bundesligaspieler Voraussetzungen sein müssen. Er hat die Schnelligkeit und die Technik, die Spieltechnik, ja, die Funktionstechnik hat er. Die hat er damals schon gehabt, weil sonst hätten die Leverkusen nicht geholt schon mit 16 oder 17. Und sonst hätten wir nicht damals beim zweiten Versuch gesagt, das ist einer, der uns weiterhelfen könnte. Trotzdem, die Frage muss erlaubt sein. Und bitte nicht so genau hinhören, Herr Donovan. Was will Bayern München mit einem Spieler, der sich nicht mal bei Leverkusen hat durchsetzen können? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bayern holt als Leistungsträger. Wenn der Kader oder jeder Bundesliga-Kader hat ja 25 bis 28 Spieler. Und die Qualität hat er sicherlich. Und die Voraussetzung, was ich gerade gesagt habe, hat er in Landen Donovan. Und ich habe mir immer wieder so verfolgt, was möglich war in den Zeitungen. Die Voraussetzung ist da. Ob er Bayern jetzt weiterhilft, das weiß ich nicht. Klinsmann, denke ich, kennt besser aus seiner Zeit in Amerika. Wir sagen Dank an Klaus Augenthaler und an Jan Schlaudraff. Ihnen ein angenehmes Wochenende. Wir hören und sehen uns Montag wieder. Bis dahin, tschüss. Mehr Namen, Nachrichten und Meinungen auf sportbild.de und jeden Mittwoch aktuell am Kiosk. Sportbild. Ohne geht nicht.